Recht herzlich willkommen zur 10. Folge von Europa Universalis 4. Und zwar sind wir bei der Rüstkammer stehen geblieben letztes Mal. Und die wollen wir jetzt bauen eigentlich. Ich hatte noch überlegt, was da Sache ist hier, aber es ist ja auch Soldatenzahlanstieg plus 25. Und dann kommt es natürlich, wie man hier sieht, noch drauf an, wie die Provinz ist. Und in diesem Fall ist dann sogar der Anstieg wohl plus 35. Also erst mindestens plus 25 wohl. Und dann kommen noch Boni von den Provinzen da drauf. Und ich bin der Meinung, dass wir das dann doch hier vielleicht auch mal machen sollten, ne? Ja, da haben wir jetzt hier 10 weniger. Wir haben hier 50 weniger Geld und das Ganze dauert natürlich 12 Monate. Das werden wir hier irgendwo auch sehen können. Ich weiß aber jetzt nicht gerade wo. So, wir hätten noch die zweite Möglichkeit, das nochmal zu tun. Stellt sich mir jetzt die Frage, ob das Sinn macht. So, wenn 32, 32 wären hier, hier wären auch 32, genauso wie da. Wenn, dann würde ich es ja gerne irgendwo weiter südlich dann noch machen. Ja, das wäre schon hier irgendwie, ne? Da unten ist sogar nur 21, da gibt es also auch nicht nur Boni, sondern auch Mali. Okay. Aber die anderen sind alle mit 30 hier. Und dann sind vorne natürlich auch noch die Zahlen. Da haben wir hier schon mit, wie war das, 335 oder irgendwie sowas, war das ja sowieso auch noch das Beste, ne? Hier haben wir noch 213. Oh, hier ist noch 296 ziemlich stark besetzt. Das wäre dann hier eher und 30. Okay, die 32 wären zwar in dem Sinne besser, aber ich glaube, wir besetzen hier noch einen zweiten hin, oder? So, die anderen gehen jetzt nicht mehr, weil wir nicht mehr genug militärische Macht haben. Gut. Ach so, die Pause ist noch drin. Die nehmen wir dann mal raus. Und ich denke, wir haben dann da auch eine Rüstkammer. Das müssen wir dann auch im Auge behalten, dass wir das auch nutzen, wenn wir Soldaten rekrutieren, ne? Okay, dann haben wir das auch. Gut, was steht denn hier oben alles so Schönes? Waffenruhe wird enden. Ja, das ist klar. Wie viel ist denn das? 3. Februar 1453. Und das war, glaube ich, 57 oder sowas, ne? Ja, gut, das ist noch ein bisschen hin. Wir können Provinzverbesserungen bauen. Und wieso? Ach so, das steigt so schnell an, die Macht. Alles klar. Das heißt, wir hätten noch eine Möglichkeit. Ja. Ich denke, es würde auch Sinn machen, dass wir das machen eigentlich, ne? Hier unten ist ja noch 222 und 30. Hört sich irgendwie noch mit am besten an, ne? Obwohl der Feind kommt eher von hier, oder? Schwierig, wo der Feind wegkommt. 223, nee, 222 war das. 195, ich würde das dritte fast schon sagen, hier mehr in diesem Bereich. Dann haben wir da, so das Dreieck ist es dann. Ich glaube, ich werde dieses nehmen hier. Poitou. Poitou, so heißt das wohl. Und dann haben wir es auch noch weg. Gut, damit ist der schon wieder erledigt da oben. Umkämpfte Nachfolge. Schweden, Mailand, Sardinien, Ostfriesland. Was haben wir hier? Zu viele diplomatische Beziehungen. Ja, okay, da müssten wir irgendwelche abbrechen, ne? Orléans 190, da haben wir auch die Staatsehe mit. Wie schreitet es denn da voran? 30, okay. Dann machen wir mal gerade die politische Karte hier. Dann sehen wir das ja auch. Okay. Ich glaube, wir machen mal ein bisschen schneller. Das hat bestimmt Vorteile. So, Geld, wie wächst das? 4,81 ist der monatliche Saldo. Mannstärke ist ja schon fast ausgereizt. Stabilität ist ausgeglichen. Prestige haben wir. Das ist nicht schlecht. Legitimität. Entschuldigung. Und jetzt haben wir hier noch Macht. Projektion. Hat Langzeitrivalen. England hat den Krieg gegen uns verloren. Erobern haben wir da auch was von denen. Gut, hier haben wir jetzt 19, da haben wir 32. Ja, müssen wir warten, ne? 35% hier, das ist schön. Ärmelkanal und Genua bringt uns Geld, das ist auch prima. Armeen, ja, es ist immer die Frage, ob wir diese ganzen, was sind das? 2000 Armee des Alps? Wo sind denn die? Ach so, da, ja, okay, dann passt das ja. Ich war jetzt gerade am Überlegen, wo sind die denn? Aber das passt, das gehört zueinander.
Gut, machen wir weg. Unsere Flotte hier, die arbeitet noch gut, ne? Rein theoretisch habe ich irgendwie die Erinnerung, wir bräuchten jetzt keine Militäreinheiten so viele, sondern eher was für einen Handel, ne? Die Schiffe sollten wir eigentlich vom Militär vergessen hier. Die sieben sind eigentlich jetzt in Friedenszeiten nicht positiv, ne? Jetzt hätten wir besser Handelsschiffe, die uns das Geld bringen, ne? Na, jetzt sind wir erstmal so weit, dass wir hier in 4 Jahren dann den Engländern nochmal zeigen, wo der Hammer hängt, oder? So, Rüstkammer. Können wir das irgendwo sehen, wie weit die schon sind? Sollen wir ein bisschen reinzoomen, ne? Ist da irgendwo auch so ein Balken? Ja, da ist er. Genauso wie er da ist und da auch ist. Das ist alles okay, soweit. Und hier geht's voran. Sind wir schon bei 50%. Das ist doch schon mal gut. Regiment können wir rekrutieren, aber Fernkampf, Nahkampf, Moral. Achso, das ist das hier drunter. Gebäude ist klar. Rüstkammer, was ist das denn? Ein Tempel können wir bauen? Seit wann das denn? Ah, das ist jetzt auch, glaube ich, hier, ne? Kann das sein? Ja, ja, genau. Aber da könnte man auch einen Tempel bauen. Sehr interessant. Oder vertue ich mich da? Wird schon richtig so sein. Jetzt können wir noch eine Rüstkammer wieder bauen. Waffenruhe und gibt Nachfolge. Wir könnten in mehr als 3 Provinzen eine Rüstkammer bauen. Aber wir wollen erstmal noch ein bisschen sparen, ha? Erstmal gucken, was hier passiert. 60% haben wir schon. 178 ist in der anderen Provinz. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Hier Armagnac. War doch Armagnac, wo der ist, ne? Oder? Steht das da? Ja. Und da müssen wir dann ja auch die Diplomatie weiter vorantreiben, ne? 190 brauchen wir, um... sag schon, das Land zu annektieren dann, ne? Was war das denn hier? Bündnisaktion? Ne. Annexion fordern, da ist es. Da ist ein neues Lämpchen aufgegangen. Und wir können in eine neue Idee investieren. Gut, dann machen wir mal eine Pause. Gucken da gerade rein. Ja, das müsste ja dann hier sein. Oder was? Geht das? Geht das nicht? Ich weiß es nicht. Welche Ideen? Mach das nochmal zu. Ach so, hier eher, ne? Verwaltungsmacht ist das hier, oder? Nee. Doch. Aber wir können nur das erste wohl, das geht eins nach dem anderen, ne? Ja, es erhöht die Steuermodifikator plus 10%, also das ist definitiv, dass wir das machen sollten, ne? Ich lass mal gerade hier reinschauen. 4,85. Okay, also die sind hier flöten gegangen gerade. Ist das denn jetzt auch hier passiert? Nö, bisher noch nicht. Ist es jetzt irgendwie zu erkennen? Nein. Okay. Ah, hier ist auch jetzt mehr geworden. Okay. So, das wird langsam dann vorangehen. Lassen wir die Zeit wieder für uns laufen, ne? Macht, glaub, Sinn.
So, der Krieg ist noch immer noch nicht so weit. Ist klar, das ist klar, das ist klar. Und wir könnten schon wieder. 60 Gold haben wir und 65 mit militärischer Macht. Entschuldigung. So, gut, okay, wie weit ist es? 70%, 182. Wäre schön, wenn das da unten erst klappt. Weil dann könnten wir die Annexion vorantreiben, bevor irgendwie wer böse wird. Weil wir verlieren ja irgendwie 10 Punkte, wenn wir das gemacht haben, stand da, glaube ich, ne? Gut. 182. Okay, machen wir mal gerade eine Pause. Hier geht's keiner Sens der Grenze. Nur das bei den Druck zu erwirken, irgendetwas getan zu haben. Vor kurzem ergab sich eine Chance, als ein bei unseren Nachbarn lebender Kardinal gegen einen Agenten von Frankreich zugab, dass er erwägen würde, sich über die Grenze zu begeben und uns zu einem gewissen Preis in der Kurie zu unterstützen. So verlockt dies auch sein mag, so werden wir möglicherweise einen höheren Preis zahlen müssen, wenn wir dies nutzen, nämlich den Zorn des Landes, das er verlässt. Okay. Wir werden das Risiko eingehen und hoffen, dass es niemanden herausfindet. Das Risiko ist es nicht wert. Der Mann, der ihn erfunden hat, verdient jedoch eine Beförderung. Erlangt Chefspion. Mhm. Fermandois wird Sitz eines neuen Kardinals. Artois wird nicht mehr Kardinalsitz. 50% auf, keine Ahnung, wahrscheinlich Entdeckung. Burgund erhält einen diplomatischen Beleidigungskriegsgrund gegenüber Frankreich. Burgunds Meinung über Frankreich hat sich um 30% geändert. Die sind uns sowieso nicht gut gesonnen. Rein theoretisch ist das egal. Wir würden Geld verlieren, ist kein Ding, aber hier erlangen wir Chefspion. Jetzt wüsste ich gerne, was ist das mit dem Chefspion? Dynastie-Auktion, nur hier nicht irgendwas mit Spionage. Geheimdienste-Auktion. Wir erlangen Chefspion. Aha. Tja, weiß ich jetzt auch nicht. Tja, ich mach mal das zweite. Und ich weiß nicht, was sich verbessert hat. Ob sich was verbessert hat. Vielleicht war das der, könnte sein, aber den haben wir ja schon gekriegt, oder? Spielt auch gar keine Rolle, ist nicht so wichtig. Zack, Zeit weiterlaufen lassen, damit es hier vorangeht, das ist wichtig. 184, 6 noch. Dann können wir da unten das in Angriff nehmen. Muss man gerade einen Schluck trinken. Sonst hätte ich gleich wieder husten müssen, ne? Gut, 184. Gehen wir wieder in die Provinz rein. Und Annexion, Geheimdienst nicht, Beziehungsaktion auch nicht. Das auch nicht, sondern das ist es gleich. Na komm, wird jetzt hier schon mehr, ne? 1. Januar, 186, wieder nur zwei mehr. Wenn das jedes Mal weitergeht, dann haben wir hier gleich 100% gleichzeitig mit dem da oben, ne? Das wäre nicht so schön. Komm, zack. Lass mal richtig laufen gerade, ja. Vollgas. Nee, das untere geht nur 5%, das obere geht 2 Punkte. Das heißt, wir werden es gleich sofort haben, ne? Jetzt muss ich doch noch husten.
Gut, da war der 1. März. So, was steht da Schönes? Okay, dann machen wir erstmal das. Dann fordern... Ah, wieso geht das denn nicht? Ach so. Diplomatische Macht. Das ist... Das ist in der Mitte, das haben wir. Okay, dann müssen wir erst... Wo war das denn jetzt? Beziehungen. Das müssen wir erst sein lassen. Senden. Und dann... Annexion fordern. Gut, da brauchen wir 5 Tage, bis der zu Hause ist. Das wollen wir mal gerade machen. 3, 2, 1 und geht. Annexion fordern. Pause ist drin, ja. Ja, den Diplomaten bitten ist egal. 1455 ist das, ist auch okay. Ja, das ist minus 30, aber wir werden das tun. Das ist nämlich wichtig. So, dann gucken wir schnell noch hier rein. Eine Anfrage nach Militärzugang von Provence. Die Provence ist unser Vasall. Können wir akzeptieren. Und das zweite ist... Der Vatikan. Was habe ich mit denen denn zu tun? Lehne ich ab. Fertig. So, jetzt haben wir hier noch weitere Möglichkeiten für die Rüstkammer. Und wie wäre das jetzt? Hier 224 plus 31. Ach, die Rüstkammern sind schon gesetzt hier, oder wie sehe ich das? Die sind schon fertig. Ja, ich habe schon die Vermutung, dass wir da besser noch ein bisschen dran arbeiten, ne? Da wird noch eine hingemacht und fertig. Gut, haben wir das? Die Annexion ist dann gleich in der nächsten Folge dran, da würde ich sagen. Jetzt machen wir erstmal eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.